Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich werde immer wieder gefragt, was ist denn ein Ambo? Ein Ambo, der steht bei uns in der Kirche, meistens rechts neben dem Hauptaltar und ist ein besonderes Lesepult. Eigentlich, um es genau zu sagen, bei uns in der Kirche ja eigentlich schon ein Lesetisch, ein kleiner Tisch, wo Bücher drauf liegen, die man lesen kann. Also Lesepult, Lesetisch, man kann hier im Stehen gemütlich lesen. Er hat die richtige Höhe, ist ein bisschen höher als ein normaler Tisch, damit er näher bei der Nase ist, damit die Augen es besser sehen können. Und hier auf diesem Ambo liegt das Wort Gottes, das im Gottesdienst dann vorgelesen wird. Das ist ein Lesepult, wo vorgelesen wird. Unser Ambo hat noch ein paar praktische Dinge. Das ist ein Mikrofon, damit man besser hören kann. Das ist ein Licht, damit man besser sehen kann. Diese Dinge sind aber nicht notwendig. Notwendig ist nur, dass das Buch hier auf diesem Ambo gut drauf liegt. Unser Ambo ist aus einem sehr schönen Rosenmarmor. Der gleiche Marmor, aus dem der Altar gemacht wurde. Das Wort Gottes in der Schrift und das Wort Gottes am Altar ist das gleiche Wort Gottes. Also es hat auch einen Bezug zum Altar. Es erinnert auch an die Schriftrolle, die auch Jesus Christus, der Herr, selbst in der Synagoge, zum Beispiel von Nazareth, vorgelesen hat. In dieser Schriftrolle ist auch das Wort Gottes früher aufbewahrt geworden. Das heißt, heute haben wir Bücher, früher war es eine schöne, große Schriftrolle. Das ist eigentlich der Ambo, er hat die Funktion Buchständer. So wünsche ich euch, dass ihr viel Freude habt beim Lesen der Heiligen Schrift, wenn ihr zu Hause eine Bibel hernehmt, in der Heiligen Schrift lest. Vielleicht könnt ihr euch auch zu Hause einen kleinen Ambo machen, ein kleines Lesepult, wo ihr die Bibel drauf lest, wo immer dieses Wort Gottes gelesen werden kann, wenn ihr zu Hause ganz einfach Zeit habt. Oder nehmt es euch ganz einfach zur Hand in einem gemütlichen Sofa, schlagt es auf und lest manchmal darinnen. Das Wort Gottes, wer das Wort Gottes nicht kennt, kennt natürlich auch Gott nicht. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.